Heute starten wir mit Land of the Vikings. Das Game ist frisch rausgekommen. Ich habe schon einige Stunden reingeschaut in das Game und kann euch sagen, ja, gutes Ding. Also legen wir los mit Land of the Vikings. Ich habe euch unten drunter und am Video nochmal einen Link gepackt zur offiziellen Seite. Da gibt es natürlich noch weitere Infos zum Game. Wir starten einfach mal ein neues Game und gucken, was denn da so geht. Als allererstes können wir uns selbst so ein bisschen, ja, unser Wappen aussuchen. Dann können wir raussuchen, wie unser Dorf, wie das heißen soll. Gucken wir mal, haben wir irgendwie was? Torshaven, na das ist doch, das nehmen wir doch direkt. Dann editen wir nochmal unser Banner. Da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Manche, naja, eher so lala. Manche, die halt ganz nett aussehen. Ich glaube, ich mache einfach mal hier die ollen Streifen. Relativ simpel. Und dann machen wir das. Was haben wir denn? So wikingerhaft. Irgendwas Simples, würde ich sagen. So und so. Ich glaube, das reicht schon ganz gut. Und dann haben wir das. Und dann können wir uns aussuchen, in welcher Region wir starten mit unserem Wikingervolk. Small Land, Valley. Dann haben wir hier Green Bay. Dann White Rivers. Und dann sind wir wieder hier bei Small Land. Ich glaube, ich starte einfach mal hier. Hatten wir. Ja. Also, gehen wir einfach mal rein. Small Land. Und gucken, was da so geht. Wenn ihr euch denkt, Alden, was ist denn das überhaupt? Ja, das Game erinnert von all dem, was man machen muss, an sowas wie Banished zum Beispiel. Ein Aufbaugame, wo man das Dorf managt, die City managt, die einzelnen Charaktere mit eigenen Eigenschaften, sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Ich mache mal direkt auf Pause, perfekt. Und diese unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten muss man oder sollte man auch direkt gezielt einsetzen. Das heißt, wir starten jetzt unser Haus. Wir starten jetzt unsere City, unser Dorf mit drei Wohnungen, wo auch Leute drin wohnen. Ich schließe das hier mal. Ich mache trotzdem mal eben Pause und wir gucken uns das mal eben kurz im Detail an. Man kann relativ nah ranzoomen. Ich finde, das ist schon ganz schick gemacht. Ja, die Ziegen und die Kühe, die rennen alle noch frei rum. Da müssen wir uns auch später drum kümmern. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Häuser. Und da sehen wir, welche Familienbande da so drinnen leben. Und welche Fähigkeiten, wenn man drüber hovert, welche Fähigkeiten diese Personen haben. Also mit diesem Glück, mit dem handwerklichen Geschick, mit der Geschwindigkeit, mit der Intelligenz, das variiert. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt hier mal in dieses Gebäude klicken, die Tischlerei sozusagen, dann sehen wir hier, das benötigt im Idealfall Kraft, Power. Das heißt, wir suchen uns hier jetzt Leute raus, die genau das viel haben. Da war doch schon einer mit 1,4, 1,1, nochmal 1,4, hier haben wir einen mit 2. Und 1,4 und 1,7. Also, wir nehmen 1,7, der hat sogar noch ein bisschen Grips. Oder die, man sieht es ja, doch, da haben wir den Namen. Und da hatten wir noch jemanden mit 2 hier. Guck mal, die Frieda, die hat einfach übelst Muckis. Wikinger halt, ne? So, die haben wir jetzt hier eingeteilt für dieses Gebäude. Und wir sagen auch, Gebäude öffnen. Und damit geht's dann los. Die begeben sich jetzt quasi dahin. Und jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Leute da auch Holz bekommen. Und das ist relativ simpel gelöst. Das heißt, wir gehen hier unten auf das Tool und markieren jetzt hier einfach mit der linken Maustaste in diesem Bereich die Bäume. Diese hier bitte abholzen. Das Schöne ist,
sie spawnen nach, sie wachsen wieder nach, die Bäume, in dieser gleichen Region. Das heißt, ich guck mal jetzt, mach mal so ein bisschen die Übersicht, wo sind wir hier? Ich würde sagen, wir fällen erstmal richtig viel Holz in einem groben Bereich. So, das machen wir, nehmen wir erstmal alles mit, die beiden hier auch noch. Und dann sind jetzt sozusagen sämtliche Bäume in dieser Area dafür gemarkert, dass die gefällt werden. Attacke Vollgas und dann gehen wir da rein. Wichtiger Punkt, und dafür setze ich mich mal eben auf die andere Seite. So, wichtiger Punkt. Wir haben hier unten, und das gab es in anderen Games, ich mache nochmal eben auf Pause, gab es das halt auch schon. Man sieht hier im Management zum Beispiel die Jobs. Und das ist wirklich gut. Ja, ich kann es leider noch nicht verschieben oder sowas, aber das ist halt ein ganz wichtiges Fenster. Die Jobs, wir sehen, wir haben hier Transportleute, die jetzt alles durch die Gegend schleppen und auch hier die Bäume fällen. Und wir müssen gleich natürlich auch noch Bauarbeiter, Builder einstellen oder zuweisen, dass die dann eben auch Gebäude bauen. Des Weiteren haben wir ja hier den Carpenter, den Schreiner sozusagen, die haben wir ja auch schon hier zwei Stück zugewiesen. Das sehen wir jetzt hier in dem Bereich. Und hier sehen wir eben auch noch die ganzen anderen Berufe, die es so gibt. Also das gehört halt alles mit dazu, dass man das gut im Blick hat. Wie viele Personen hat man frei? Wie viele Personen, das sehen wir hier im Haupthaus, leben überhaupt im Village? Wie viele Kinder gibt es? Und dann haben wir hier von diesen Laborer haben wir einfach, oder können wir einstellen, sollen die tendenziell eher Steine hacken oder eher Holz hacken. Das ist jetzt hier schön mittig eingestellt und dementsprechend ausgeglichen. So, dann haben wir hier unten noch einen ganz wichtigen Punkt in der Ecke. Und zwar Tree of Life. Das ist sozusagen, man sieht so ein bisschen, ist es, das hier ist der Stamm, der jetzt da so hoch geht. Und hier oben kommen dann die Äste und es geht immer weiter höher und so weiter. Und wird verzweigter und verästelter in verschiedene Spezialgebiete. Wir starten hier allerdings, wenn wir ein bisschen ranzoomen, da ist der Start. Und wir können eben hier die Glücklichkeit, also hier sind sie glücklicher. Wir können aber auch hier wichtige Schlüssel-Perks quasi freischalten. Und das mache ich auch als erstes. Das kostet 3 Punkte. Und das ist dann, ja, haben wir hier Lager, Windmühle, eine Brauerei und Felder. Und das entdecken wir mal als allererstes. Ihr seht, es geht sofort Neues auf, wo man hier dann weiter speziell auf die Felder und aufs Landwirtschaftliche eher weiter eingeht. Und dann haben wir hier Mining und so weiter und so weiter. Also es geht sich so Stück für Stück, geht es dann immer weiter hoch in den Baum. Und ich werde aber auch hier unten die Basics, die werde ich auch skillen, damit die Leute alle zufrieden sind. So, lang genug gequatscht. Jetzt geben wir erstmal Gas und wir geben sogar Vollgas. Mit der rechten Maustaste kriegt man die Fenster immer alle wieder weg. Und ja, die Leute rennen los und sehen zu, dass jetzt hier die Bäume fallen. Jawohl, Ravoms. Und da gehen die nächsten runter. Und die nächsten und die nächsten. Sehr, sehr gut. So soll das. Mit Space nochmal schnell auf Pause. Und jetzt müssen wir uns halt schon überlegen, wo bauen wir? Wir brauchen ja Nahrungsmittel. Wir brauchen sämtliche Basics. Das ist halt das A und O, dass wir mit den Basics klarkommen. Das heißt, wir bauen auch etwas. Wir bauen nicht nur ab, sondern wir müssen natürlich auch was aufbauen. Ich mach mal hier den Steinhaufen als erstes weg. Der ist mir hier gerade so ein bisschen im Weg. Gucken wir mal, ob ich hier damit so ganz gut klarkomme mit der Area. Und dann schauen wir mal hier im Baumenü. Hier sehen wir jetzt verschiedene Hütten. Ich habe eigentlich nur noch die größte Hütte gebaut hier, weil die eben auch noch, ja, ich sag mal, am stabilsten ist. Und sie ist auch noch gut isoliert. Das ist wichtig, denn wir haben, was man hier oben sieht, wir haben auch noch ja, Monate, also so die verschiedenen Jahreszeiten. Da müssen wir drauf aufpassen, wann pflanzt man was an, wann erntet man.
Wann sieht man zu, dass man ausreichend Feuerholz hat für den Winter? Also die Sachen, das muss man alles natürlich auch noch mit im Blick haben. Dann haben wir hier jemanden, der, genau, so einen Kräuterkundigen. Den könnten wir bauen, das mache ich aber noch später. Genau. Das ist quasi so ein Heiler. Was haben wir hier? Das sind Lagermöglichkeiten. Wir machen einen Marktplatz, das ist ziemlich wichtig. Ich plane eine Straße mittig runter einmal zum Wasser. So der Plan. Beziehungsweise das machen wir mal als erstes. Da muss man bloß aufpassen, das kostet Silber, die Straßen. Zack. Zack. Ich mach das einfach mal. Ich mach mal nur so drei geradeaus runter. So, mehr noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal die Straße markiert. Auf der Straße, Klassiker, laufen die halt ein bisschen schneller und gehen auch lieber auf den Straßen natürlich. Das Ganze müssen wir uns aber Stück für Stück verdienen, dass das hier, dass wir es ausbauen können. So, mit der Taste Z können wir rotieren die verschiedenen, die Gebäude. Und dann so platzieren, wo wir denken, ja, so könnte das was werden. Ich versuche jetzt so ein Runddorf so ein bisschen zu machen. Also hier ringsherum kommen noch die Häuser. Und in der Mitte haben wir dann jetzt hier zum Beispiel den Marktplatz. Gegenüber mache ich dann nochmal die Lagerhalle. Ich mache das mal so. Man kann auch ein bisschen mehr Abstand halten. So. Und gegenüber, wie gerade schon gesagt, machen wir dann auch direkt die Lagerhalle. Wobei, das hat, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Wir sollten uns erstmal um Lebensmittel des Weiteren noch kümmern. Das heißt, wir gehen hier zum Gatherer und zum Hunting. Also den Sammler und den Jäger und die Hühnchenfarm. Die machen wir auch noch. Die Hühnchenfarm, kriegen wir die vielleicht hier hinten hin? So ein bisschen abseits, damit ich hier genug Platz habe. Ja, das machen wir tatsächlich hier hinten hin. Also das drehen wir dann auch hier mit Z wieder. Machen wir mal eine oder vielleicht sogar zwei. Wir starten mal mit einer. Eine Hühnchenfarm, einfach hier jetzt so dahinter. Ne, ich mache die so. Da unten ist ja die Straße. Da ist die Connection. Und da gehen die rein. Okay, so. Hühnchenfarm. So, jetzt machen wir aber auch erstmal wieder auf Play, dass das Ganze hier auch weitergeht. Und jetzt müssen wir natürlich von unseren Malochern und Transportleuten Leute zuweisen, die Builder sind. Das heißt, die bauen die Gebäude auf. Das machen wir erstmal vier Stück, würde ich sagen. Und dann legen die los. Und man sieht, hier bringen die erstmal die ganzen... Da wird gesägt und gehämmert. Sehr schön. Hier wird auch schon... Ah ne, hier wird gehackt. Wie verrückt. Sag mal, im Normaltempo finde ich es ein bisschen langsam. So auf mittlere Stufe, finde ich, ist es eigentlich ganz angenehm. Sieht es auch ganz vernünftig aus. Da hacken die ganz gut. Genau, und hier bringe ich auch schon Holz hin zum Marktplatz. Der Marktplatz bringt dann Einnahmen. Der bringt dann Silber, was wir dann wiederum verwenden können, um hier Straßen und ähnliches zu bauen. Das heißt, das generiert quasi der Markt von den Bürgern. So, jetzt wird hier ordentlich gehackt. Es wird Stein abgehackt. Es wird Holz gefällt. Das ist doch schon mal ganz gut. Und jetzt machen wir uns mal eben auf die Socken nach mehr Food. Gatherer. Wir brauchen Pflücker. Und jetzt sehen wir hier auch schon Produktivität 37%. Wie ist es hier oben? 100%. Na, dann ist doch klar, wo der hinkommt. Der Gatherer kommt, guck mal hier aber auch schon, überall 100%. Aber ich will ja auch noch Bäume abhacken. Nichtsdestotrotz, auch hier oben in dem Bereich, die pflücken ja Kräuter und Co. Ich könnte den selbst hier hinstellen. Auch hier kommen ja, wachsen ja die Bäume nach. Und hier ist überall 100% Produktivität. Das heißt, wir nutzen das. Wir machen den gar nicht mal so weit weg. Hier 75, hier 100%. Ich mache den einfach mal hier oben hin. So. In diesem Bereich hier.
Dann haben wir jetzt viele Kräuter und sowas ringsherum dabei. Und dann machen wir Produktion, Food, Hunter. Davon hätte ich jetzt gerne zwei, damit wir über den ersten Winter kommen. Denn bis wir Farmen richtig bauen können und sowas, braucht das ein bisschen. Wir machen hier einen hin, 100% produktiv. Food, Hunting. Und haben wir hier hinten noch? Ja, hier ist es auch super. Auch hier 100%. Geht das hier so? Ja, das sieht doch gut aus. Produktivität 100%. So, wir haben drei Hütten noch in der... Ne, vier noch im Bau. Und wir haben hier schon die erste Hütte ready. Das heißt, wir können jetzt hier jemanden einstellen, rein zuweisen sozusagen, der viel Glück hat. Und dann gucken wir mal eben rein. Glück 1, 1,1, 2,1. Und hier unten noch jemand mit 2,1. Also, die weisen wir jetzt zu. Hier 2,1. Muss vielleicht nicht die schlauste Person sein fürs Hühnerhüten. Aber er hier, der Rorik, der rennt jetzt hier gleich hin und kümmert sich um die Hühnchen. Und hier rennen auch schon ein paar Hühnchen rum. Und hier sind theoretisch jetzt drei Stück drin. Kommen die jetzt hier so langsam an? Tatsächlich. Aber die vermehren sich halt auch hier drinne. Das dauert immer so ein bisschen. Und ich hatte es nach einer Zeit, hatte ich so, dass ich hier drin so immer um die 20 halt hatte. Und ich habe dann, oder 19 rum, ich habe immer so vier Stück quasi wieder geschlachtet. Und dann waren immer, ja, vier, fünf Stück, waren immer so um die 15, waren noch da. Und es war relativ schnell, dass die dann wieder neu, da kommt das nächste Hühnchen. Ja, cool. Also es hat ziemlich schnell funktioniert, dass die sich wieder nachgebildet haben sozusagen und man neue Hühnchen hatte. So, jetzt müssen wir wieder Gas geben. Lebensmittelproduktion, die Basics sind gegeben. Wir haben Kräuter, wir haben Jäger, wir haben Hühnchen. Was wir noch nicht haben, was ich gerne machen würde, was aber sehr, sehr lange dauert, und ich glaube, in diesem Fall lasse ich das mal weg, ist hier im Bereich Sea Fishing Hut. Ich glaube, das mache ich erst im nächsten Level, weil das braucht auch echt lange und es verschluckt wahnsinnig viele Ressourcen. Das heißt, ich hole mir erstmal vielleicht lieber noch mehr Möglichkeiten, Häuser zu stellen. Und irgendwie gefällt mir das hier gerade noch nicht so richtig. Vielleicht mache ich es doch irgendwie einfach linear. Gucken wir mal eben. Also, wir nehmen mal hier die großen Häuser. Und das stellen wir jetzt mal hier so ein bisschen schräg hin. So. Und er soll das hier so hinbauen. Und dann machen wir direkt das nächste daneben. Warum diese Häuser? Es kann immer wieder passieren, dass wir Neuankömmlinge kriegen, die sich hier anschließen. Was natürlich auch immer passiert ist, dass die Leute oder dass die Familien größer werden. Und dann will hier Klein Lothar oder wie sie hier alle heißen, die wollen dann auf einmal eigene Hütten haben. Ist ja klar. Wer will schon sein Leben lang mit den Eltern unter einem Dach leben? Und dann denken sie sich, oh, alles klar, ich brauche ein Haus. Und dann muss man halt auch dafür ein bisschen sorgen, dass sie das Haus bekommen. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen rund. Ich teste das. Ich werde das hier auch gleich mal versuchen, so ein bisschen rund. Das ist halt einfach ganz schick. Und dann bauen die gleich hier diese Häuser. Dann können wir hier auch immer eine Straße rummachen und so Sachen. Erstmal machen wir wieder Play. Zack. Und sie fangen an. Dafür brauchen wir, für diese Häuser brauchen wir Stein, wir brauchen Holz und so weiter und so weiter. Das heißt, das müssen wir im Blick behalten. Wir haben nur noch 9 Stämme. Wir haben hier 60. Das machen wir mal ein bisschen höher. Einfach geklickt halten und hochdrehen oder Doppelklick und wir gehen so auf 200. Und die produzieren hier 200 Baumstämme maximal. So, das machen wir auch. 200 ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. Hier wachsen so langsam die Bäume nach. Ich hätte allerdings gerne hier noch
Wir müssen ein bisschen abholzen. Abholzen hier in dem Bereich. Dann gehen wir ein bisschen hier oben hin. Dann machen wir hier noch ein bisschen was weg. Hier auch noch. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Und zwar hier auch noch. Das nehmen wir auch noch alles weg. Einfach markieren, drüber streichen. Alles, was Baum ist, wird dann weggenommen. Ja, jetzt haben wir hier gerade jemanden verloren. Ich kann nicht ganz genau sagen, warum das passiert, warum die auf einmal weg sind, aber das passiert immer wieder. Wir haben hier den nächsten. Genau. Ja, wahrscheinlich ist er gestorben. Tatsächlich. Tatsächlich gestorben. Krass. Es gibt keine Meldung. Das gab es ja bei Banished zum Beispiel oder sowas. Dann gab es immer die Meldung, dass jemand gestorben ist. Da ist es einfach nur die rote Markierung. Der ist gestorben, der Hühnerhirte. Und dann war es das. So, wir haben 10 Leute. Das habe ich halt immer auch so im Blick. Wir haben 10 Leute, die jetzt hier schwer malochen. Wir haben 4 Arbeiter. Die 10 Leute sind sehr, sehr schnell. Das heißt, wir gehen jetzt mal rein. Wir ändern das mal um. Genau anders. Jetzt haben wir hier die Leute, die jetzt mehr Häuser bauen. Und wir gucken mal, wie sieht das hier aus. Das verteilt sich ja auch gleich. Sobald die, genau, zack, gerade fertig geworden. Sobald die hier jagen können. So, und dafür brauchen wir Power und Glück. Das heißt, wir suchen uns jemanden mit Glück und mit Kraft. So, die erste Jägerin haben wir drin. Und vielleicht müssen wir hier doch nochmal ein paar loswerden. So, dann haben wir die wieder hier in der Auswahl. Glück und Kraft. 2 Jägerinnen. Jawohl. Richtige Schildmaids und die machen das jetzt hier. Die gehen jetzt hier jagen. Perfekt. So, was haben wir hier? Da ist der Gatherer. Geschwindigkeit und Glück. Glück und Speed 0,8. Aber sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Wie ist das denn bei ihm hier? Oh, warte mal. Den tauschen wir mal eben. Den nehmen wir mal eben raus. Siehst du? Jetzt haben wir hier so ein Ding. Den nehmen wir eben raus. Und da kommt sehr viel Glück, aber langsam rein, sie. Und ihn machen wir hier rein. Er hatte ja auch viel Glück, aber auch sehr viel Speed. Er, der Ulf, richtig gut, richtig der gute Gatherer. Und auch hier nehmen wir nochmal ein paar Bilder raus. Vielleicht ist unter den Bauarbeitern noch jemand besser geeignet dafür. Ja, super schnell, nicht so ganz viel Glück. Aber die beiden lassen wir jetzt mal Gatherer sein. Sehr gut. Hier brauchen wir jetzt eine Person. Auch mit Speed. Auch ein ganz wichtiger Punkt. 1,4 Speed. Ja, nehmen wir. So, eine Person hier für den Marktplatz. Jawohl. Marktplatz wurde eröffnet. Und hier oben hatten wir doch noch die weitere Hütte. Die ist aber noch nicht ganz fertig. Hier sehen wir den Fortschritt. Die Malochen da schön zack, 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 zack und haben das auch erledigt. Und hier gehen wir wieder rein. Jemanden mit Power und Glück. Sie und noch jemanden. Power und, naja, nicht so viel Glück. Auch da nehme ich nochmal, gehe ich nochmal raus hier aus den Handwerkern. Haben wir da jemanden bei mit mehr Power und Glück? 1,1, 1,4. Ausgewählt. Die Frauen, ich sage dir, die Frauen bei den Wikingern, die machen's. So, und jetzt haben wir hier schon wirklich eine gute Basis. Das ist ein ganz guter, ganz vernünftiger Start, würde ich fast sagen. Wir haben jetzt sogar hier die nächsten Points bekommen. Wir haben 4 Punkte und können jetzt hier im Tree of Life weitermachen. So, was haben wir denn jetzt hier? Villager sind glücklicher. Das wäre jetzt hier die wachsen schneller. Ja, das machen wir. Villager arbeiten schneller. Und nochmal schneller. Bringt auch nochmal einen Punkt. Hier warten wir noch ein bisschen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Und glücklicher gehen wir auch rein. Das haben wir noch nicht. Okay, da haben wir hier aber schon mal die Basics drin. Die sind glücklicher in Gänze. Sie arbeiten jetzt schneller. Das ist doch schon mal gut. Das sind die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Basics, dass das schon mal funktioniert. Und wir sehen hier,
Genau, wir haben eine Person, wir haben vier Jäger, wir haben eine jetzt auf der Chicken Farm. Da hinten ist jemand unglücklich, siehst du, da müssen wir halt ein bisschen, machen wir mal Pause, müssen wir mal gucken. Sehen wir dann da einen Grund? Oha. Starker Buddy, aber nicht genug zu essen offensichtlich. Das ist wahrscheinlich der Grund. Also gehen wir wieder auf Speed. Hoffentlich kriegt die gleich was zu essen. Und dann lübt das da bei ihr auch. Guck mal rein ins Haus. Ich brauche demnächst auch noch Feuerholz. Das muss ich jetzt gleich auch noch machen. Das machen wir mal direkt hier neben. Storage Warehouse nehmen wir mit in Angriff. Das Warehouse machen wir direkt gegenüber von... Ja, machen wir mal so. Direkt von dem Marktplatz. Und wir machen... Oh, die Windmühle und so können wir auch schon. Hier. Das hier. Der produziert, oder hier die Leute produzieren Feuerholz. Und das machen wir einfach mal hier so dran. Nö. Ja, ich glaube, so geht das doch. Zack. Das machen wir direkt da so dran. Dann haben wir das. Und dann wird das hier gleich produziert. Genau. Rennen die Leute rum. Es fehlen Baumstämme. Ich muss mehr Baumstämme. Siehst du, ein ganz wichtiger Punkt wieder. Mehr Baumstämme wieder markieren, dass wir Holz haben. Und also es fühlt sich ja wirklich weiträumig an. Es ist auch wirklich weiträumig. Aber es wächst ja auch nach. Das ist halt das Gute. Ich versuche mal jetzt hier nicht sämtliche in dem Jagdgebiet sämtliche Bäume wegzuhauen. Aber hier ist zum Beispiel der schon wieder nachgewachsen. Es braucht immer mal wieder so ein bisschen. Aber ja, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Auf der letzten Map, das war eine andere Map, die ich gespielt hatte, da ging das ganz gut. Da war viel Holz in der Nähe, viel Baumstämme in der Nähe. Das war schon ein ganz wichtiger Punkt. So. Und sie rennen los. Ich mache mal jetzt im Moment weniger Bilder. Da lassen wir mal nur zwei. Und sechs Leute, die jetzt hier Bäume fällen und sowas. Sehr gut. Tja, und dann geht das jetzt los, ne? Jetzt müssen wir halt demnächst noch gucken, ob wir hier vielleicht in dem Bereich, machen wir vielleicht noch eine Mühle hin. Dann sehe ich hier, das ist ja hier ein bisschen ein besonderes Gestein. Das, so weit war ich noch nicht, aber hier auch. Es gibt ja auch noch die Minen. Ob wir hier in dem Bereich vielleicht sogar noch Mining machen können. Das heißt, hier müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen Platz halten. Vielleicht mache ich dann doch hier in dem Bereich lieber die Farmen hin. Müssen wir uns gleich mal angucken. Wobei wir dann natürlich auch hier wieder Bäume verlieren in unmittelbarer Nähe. Und dass sich das Ganze halt immer mehr ausweitet, ne? Wir kommen dann halt irgendwann immer weiter, vielleicht bis hier oben hin, dass dann hier oben eher die Holzproduktion ist. Und ja, die Jäger dann hier oben in dem Bereich sind. Ganz viel, guck mal hier, wie viele verschiedene Gesteinsarten hier noch zu sehen sind. Ich glaube, da kriegen wir noch jede Menge. Ja. Vielleicht machen wir das einfach. Wir weiten das hier oben hinaus mit dem Gestein und so. Dann mache ich das lieber hier in dem Bereich. Wird halt ein Riesendorf. Dann machen wir hier das Zentrum in der Mitte. Und genau, hier haben wir dann die Produktion alles und das Lager und so. Und die Außenposten. Ja, dann machen wir vielleicht hier so kleine Lager noch extra hin. So, mal eben schauen, wie es aussieht. Bauen die alle? Ja, die bringen zumindest schon mal alles hin. Stein fehlt. Oha. Ganz wichtiger Punkt. Ich habe Stein nicht markiert. Das heißt, wir machen... Welcher Stein ist im Weg? Der ist im Weg. Die müssen erstmal Stein hacken. Der ist im Weg und der ist auch ein bisschen im Weg. Der Klumpen. Die soll... Und hier haben wir Silber bekommen. Da hat jemand was gekauft. Sehr gut. Und jetzt müssen sie sich bald hier... um die Steine kümmern. Was haben wir hier für eine Info? Been cut down, will sprout again. Genau, also die sprießen wieder nach. Setzlinge kommen quasi nach. Und hier, zack, man sieht's, die wachsen. Das braucht, was sind das, zwei, drei Tage? Und dann lübt das. Genauso wachsen natürlich auch die Hühnchen. Wir sehen es hier gerade.
Jetzt haben wir mittlerweile schon 7 Hühnchen. Ich warte allerdings noch ein bisschen mehr ab mit den Hühnchen. Wir wollen die ja nicht so schnell kaputt hauen. Je mehr Hühnchen wir haben, umso mehr werden natürlich auch Nachkommen. Das heißt, das nutzen wir natürlich erstmal noch schamlos aus, dass wir noch genug Lebensmittel haben und selbst hier die Hühnchen so hoch pushen können. Das ist perfekt. Ja, die Jäger sind hier unterwegs. Okay, läuft. Ist auch ganz schick gemacht, ne? Also wenn man hier mal so auch so ein bisschen ranzoomt, man sieht das später noch. Wir können später übrigens auch noch so Dekorationen machen. Das heißt, das Ganze wird noch ein bisschen mehr ausgebaut, die ganze Location und so. Also da passiert noch einiges. Alles, wir haben das hier in dem, genau, Dekoration, in dem Bereich, hat dann auch tatsächlich Vorteile. Also, das ist dann nicht nur, dass es halt irgendwie hübsch ist und schnickschnack, sondern hier zum Beispiel, dass da, dass die sich wohler fühlen, dass sie wohlhabend darüber kommen, dass die mehr Lagerkapazität haben und sowas alles. Also das sind alles so Sachen, die eben dann auch für die Wikinger hier in ihrem eigenen Dorf dann wichtig sind. Die sind hier noch fleißig am Hacken. Perfekt. Es gibt übrigens keine, nicht gar nicht mal so eine Anzeige oder sowas, ne? Sondern die hacken das einfach ab und irgendwann ist es weg. So, wir haben Baumstämme, wir haben Stein. Es wird weiter produziert. Wie sieht es hier aus? Es fehlt immer noch ein bisschen Stein, aber dann ist das auch bald erledigt. Wenn wir sagen, okay, das eine muss jetzt bald mal fertig werden, kann man auch sagen, okay, hier bei dieser Baustelle machen wir mal eine Pause. Oder wir sagen, diese Baustelle bitte Priorität, dass das als erstes hier gebaut wird. Was aber viel mehr bewirkt, ist tatsächlich, dass wir hier mehr Bauarbeiter sozusagen zuweisen. So, und wenn wir dann viele Bauarbeiter haben, dann läuft das auch, dann geben die auch Gas und dann wird das schneller gebaut. Denn man muss das auch tatsächlich manchmal im Blick behalten, es kommen Aufträge rein. Bedeutet, es ploppt auf einmal ein Ereignis auf, dass sich zum Beispiel Leute irgendwie an die Köppe kriegen, dass wenn wir zum Beispiel jetzt hier neue Siedler dazu bekommen, vielleicht kommt eine andere Gruppe von Wikingern zu uns und die sagen dann, ja, wir wollen hier mitmachen und dann, zack, wir haben wieder Silber gekriegt, sehr schön, dann haben die vielleicht mal irgendwie auch, kriegen sich da dann wieder an die Köppe oder haben noch keine Wohnung und dann kommt diese Challenge, bau doch Wohnung, damit hier dieses Theater aufhört zwischen den verschiedenen Familien und dann, guck mal, da haben wir jetzt zum Beispiel, hat keine Wohnung, genau das Zeichen. Und wenn das halt zu viel aufkommt, müssen wir halt zusehen, dass die Leute Wohnung kriegen und dann sind sie auch alle wieder glücklich. Genau. Aber das passiert eben häufiger, wenn eben diese Meldung kommt. Ja, Neuankömmlinge hier im Dorf und so. Das ist jetzt gerade natürliches Wachstum sozusagen der Familie, ne? Das heißt, es sterben zwar auch Leute, aber die Kinder werden ja auch größer. Nach wie vor habe ich aber anscheinend Futterprobleme. Ich sage dir. Ich sage dir. Das ist tricky. Limit 60 Stück lasse ich auch erstmal so. 60 Holz für den Winter. Wenn wir im Herbst sind, erhöhen wir das nochmal. Da machen wir auch nochmal ein gemeinschaftliches, großes Holzhacken. Apropos Holzhacken. Ich muss hier sofort wieder alles abhacken, damit wir sofort ein Holz nachbekommen. Das war das, was wir als erstes hatten hier. Die sind alle quasi nachgewachsen. Sofort wieder abhacken. Hier auch den ganzen Bereich. Damit wir hier Nachschub haben. Wir brauchen wahnsinnig viel Holz. Da muss man wirklich die ganze Zeit dranbleiben. Holz, 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 Holz. Dass man da ausreichend versorgt ist. Man sieht das immer hier oben. So, Bilder runter. Und da haben wir schon die erste Meldung. Stopp, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Wurde die Person angegriffen? Ich habe gar nicht Pause gemacht, jetzt Pause. Tatsächlich. Oh, oh, gut zu wissen. Ich muss einen Heiler bauen. Herbalist. Den machen wir auch hier citynah. Den machen wir direkt gegenüber.
So, die wichtigen Sachen kommen einfach so in die Mitte. Zack. Jawohl, der hat sogar Silber gekostet. Okay. Und wir haben jetzt hier... Das machen wir erstmal auf weiter. Wir haben... Und da mache ich aber auch Priorität hoch. Wir haben hier Newcomers. Also neue Leute, die in die City wollen. Ich warte. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Und lass denen hier noch ein bisschen die Zeit, dass die weiter abbauen und weiter produzieren können. Denn die haben dann ja auch wieder keine Hütten. Und ich habe schon jetzt schon einige, die keine Hütten haben. Das heißt, ich brauche viel mehr Häuser. Das ist die ganze Zeit so ein Abwägen. Neue Leute, es kommen immer neue Leute dazu. Sie werden ja größer, die Kinder werden größer, die wollen eigene Hütten. Sie verbrauchen mehr Lebensmittel. Man muss die Lebensmittelproduktion. Und dieses Gleichgewicht zwischen Basics produzieren oder ernten, Holz und Stein und Nahrungsmittel produzieren, dieses Gleichgewicht ist echt tricky. Gar nicht so einfach. So Leute, jetzt aber mal Hoppi Galoppi hier. Ich glaube, es wird gerade viel, noch sehr viel gefällt. Ich habe noch 9 Stunden Zeit, um die anzunehmen. Ich will die auf jeden Fall annehmen. Aber solange ich sie nicht annehme, liegen sie mir ja auch quasi nicht auf der Tasche, ne? Das heißt, die Chance nutzen wir jetzt noch. Und sie bauen und sie bauen. Und jetzt nehme ich sie einfach mal an. Sie können gerne joinen, jawohl. Und jetzt gehen wir aber auch hier in mehr. Da kommen sie alle raus auf einmal. So, wir bauen, holen jetzt hier 10 Handwerker. Und wir haben also 10 Leute, die die Hütten weiter bauen. Sehr schön. Und noch ein bisschen ein paar Leute, die produzieren. Haben wir noch Stein? Es fehlt auch noch wieder an Stein. Wir müssen das mal ein bisschen priorisieren. Stone Mining erhöhen. Damit das weitergeht für die ganzen Hütten, sonst wird das nichts. Das hier ist auch noch im Fokus. Jawohl, da sind sie dran. Sie produzieren. Kann ich das nicht mal auf Pause machen? Ich hätte das gerne mal reduziert hier. So, auf 50, jetzt reicht's. Dass die hier nicht ständig das Holz zu Feuerholz verhacken. Sondern das Holz erstmal fürs Bauen behalten. Es muss gebaut werden. So, hier wird auch ordentliches abgeerntet. Sehr schön. Das nehmen wir hier alles mit. Hier hinten. Ah, übrigens mit Steuerung kann man es wieder wegmachen, ne? Steuerung gedrückt halten und genauso drüber ziehen mit der linken Maustaste. Dann kann man die Markierung wieder wegmachen, wenn man sich denkt, oh nee, das war ja mein Jagdgebiet. Da wollte ich ja noch, das sollte ja noch bleiben. Genau. So, woran hängt es jetzt hier? Stein. Okay, es liegt gerade extrem am Stein. Also, Prio Stein abhacken. Hopp, 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 Leute. Hoppi galoppi. Tree Cutting wenig, Stone Mining hoch. So, und bevor die jetzt gleich alle anfangen zu meckern. Jawohl, da geht's los hier, ey. Gib ihm. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts, ey. Da sind sie auch dran. Ich gehe nochmal zurück. Die sollen nochmal mehr eben Steine abhacken. Das ist halt eben auch so ein Ding. Werden die jetzt gerade zugeteilt als Bauarbeiter oder werden sie zugeteilt als Arbeiter? Das ist halt echt so ein Ding, ne? Und manchmal hängt es tatsächlich einfach nur daran, dass die Leute nicht die Materialien bekommen. Dann stehen da 10 Bauarbeiter rum, die nichts bauen können, weil die Arbeiter die Materialien nicht reinbringen. Boah, hier steht die ganze Zeit mein Kaffee rum. Ah, nun geht er wieder. Der ist schon fast kalt, ey. Ah, aber in Trinktemperatur, perfekt. Also, es lübt. Und ich muss sagen, ich bin gerade ganz zufrieden. Und, was ich auch sagen muss, wenn man einfach blind ins Game startet, ich habe bestimmt 4 Anläufe, der 5. Anlauf hat so einigermaßen gut funktioniert. Und auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
ich weiß ja noch nicht mal, wie es weitergeht. Es kann ja immer passieren, dass auf einmal irgendetwas passiert, irgendetwas Unvorhergesehenes und auf einmal sterben einem die Leute weg. Es gibt Unglücke, es gibt Naturkatastrophen und so weiter. Hatte ich ja gerade schon gesagt, diesen Twist unter den Leuten, also dieses Streitigkeiten unter den Leuten gibt es auch. Hier haben wir einen sehr intelligenten, Gyda, die ist hier unsere Heilerin. Sehr schön, 2,5 in Gehirn. Sehr gut, die nehmen wir. So, jetzt haben wir hier viele Materialien. Jetzt geht's ins Bauen, Leute. Baut, was das Zeug hält. Rechtsklick und weg. Und dann gehen wir hier, genau, die Materialien kommen ran. Und da geht's auch schon los. Wir haben Probleme. Newcomer, bla bla bla, machen Probleme in der City. Genau, sie stellen ihre Zelte überall auf und die Alteingesessenen wollen das nicht. Das ist genau das, was eben passiert, wenn die zu lange keine Wohnung haben. Ich baue neue Häuser oder... Ja, man kann halt entscheiden, ne? Man kann die rausschmeißen oder sowas. Oder, ne? Also wir behalten die natürlich, wir bauen einfach neue Homes. Und damit sollte das erledigt sein. Ich mach mal kurz Pause. Denn jetzt haben wir hier... Wo ist es? Objectives. Hier. Da haben wir es. Jetzt haben wir hier quasi eine neue Challenge, eine neue Herausforderung. New Homes. Build two new homes. Das ist gut. Wir sind schon zugange damit. Und ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ich lasse das mal offen. So. Ich hoffe, dass das auch klappt. Dass sie jetzt die zwei neuen Häuser bauen, damit wir das hinkriegen. Wir haben, glaube ich, bald sämtliche Basics. Alter, wie viel Stein die brauchen. Erstes wird gebaut. Das ist gut. Wir brauchen mehr Stein. Ich hätte gerne hier eine Pause drin. Okay, das wird nichts mit der Pause, oder? Kann ich das machen? Und hier... Pause raus, Prio. Zwei Häuser. Die sollen nicht gleichzeitig alles machen, aber ich glaube, das machen sie eh. Gucken wir mal, ob wir das so ein bisschen priorisiert kriegen, dass das eher fertig ist als das. Sieht fast so aus. Ich klicke es nochmal an. Die Materialien werden alle dahin geschleppt jetzt. Sehr gut, sehr gut. Hier ist Prio und es wird gebaut. Perfekt, das sieht gut aus. Wir sind gut in der Zeit. Es ist knapp, wenn man dieses Szenario hat, dass dieser Streit ist und man baut dann Häuser, dann wird es knapp. Es kann aber auch daran liegen, dass es jetzt diese großen Häuser sind. Ich baue ja immer diese ganz großen, die besser isoliert sind. Und wenn man dann vielleicht in diesem Szenario diese kleinen, einfachen Hütten baut, kommt man vielleicht besser mit dem Szenario klar. Ihr seht, jetzt haben wir noch 2 Tage. Aber eins ist auch schon fertig, oder? Zählt es noch gar nicht? Na, 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 na. Nicht, dass sich das... Doch, das waren sie. Hat gezählt. Alle beiden Häuser sind fertig. Ich hätte aber auch noch Zeit gehabt für das nächste. Das bauen wir jetzt auch noch als nächstes. Und schon haben wir hier bald ein richtig cooles Wikingerdorf. Sieht auch schon gut aus. So, die Lager brauchen jemanden. Was ist das für ein Zeichen? Mit viel Tempo. Hier, 1,9. Zugewiesen. Man kann natürlich mehr Leute zuweisen. Oh, da hinten. Unsere Chicken Farm. Pause. Unsere Chicken Farm mit 17 Chicken. Wir brauchen jemanden mit... Hier, guck mal. Glück. Sag mal, sterben mir die Leute gerade weg? Und dazu kommt... Ich brauche mehr Häuser, denn es kommen hier schon wieder neue Leute. Ich brauche mehr Häuser. Okay, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Ich habe einen Skillpunkt. Kann ich den... Wo kann ich den reinmachen? In Glücklichkeit? Happier. Corps. Wir machen die in Happier, dass die zufriedener sind. Gehen wir da erstmal rein. Und wir brauchen neue Leute.
Ja, es wird tricky. Es wird tatsächlich tricky. Und es haben immer noch nicht alle Häuser. Gegebenenfalls muss ich wirklich diese kleineren Häuser bauen. Aber als erstes bauen wir... brauchen wir viel mehr Holz. Das heißt, wir machen die ganze Area, die wird abgeholzt. Das als erstes. Ich werde gleich hier weiter die... einmal hier so rund weiter rumbauen. Dann müssen wir hier tatsächlich leider einmal abholzen. Hier hinten müssen wir auch abholzen. Hilft alles nichts. Hier auch den Bereich. Knallhart rein ins Holz. Die 10 Bilder, die kommen jetzt hier wieder raus. Da lassen wir die... da lassen wir mal 4. Denn die können schon wieder die Basics nachbauen. Okay. Und... go. Und ich baue hier direkt die nächsten Häuser. So. Mit Z wieder drehen. Und da ist irgendwas im Weg. Na, doch, guck mal hier so ganz knapp, oder? Ich kann es so ein bisschen so schräg machen. Passt genau. So, dann das nächste. Da ist der Eingang. Das drehen wir jetzt mal so ein bisschen mehr ein, wegen dieser Steilkante hier unten. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Machen wir es mal so. Und dann haben wir hier noch eins. Siehst du, das sieht doch schon ganz gut aus. Und kriegen wir hier noch eins daneben. Das wird auch der Hammer. Nein, es passt nicht. Passt nicht. Kriegen wir hier... ah, aber ein kleineres. Single Family. Consumes more fuel in winter. Ungern. Nicht so gerne. Ich meine, ich könnte den Weg anders machen, ne? Ich könnte den Weg... hier ist das Abreißen-Tool. Und ich reiße den Weg ab. Und dann bauen wir da nochmal eins daneben. Und dementsprechend dann den Weg da dran. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und es lag, glaube ich, noch nicht mal da dran. Es lag hinten an dem Gestein. So machen wir es einfach. So, das sieht doch dann ganz vernünftig aus hier für unser Runddorf. Dann machen wir jetzt aber hier einfach dran klicken. Nochmal den Weg, der geht dann hier so durch, dass wir dann irgendwann auch zum Hafen runterkommen. Und ja, so lübt das. Ich glaube, den Baum lassen wir auch mal stehen. Dann sieht das ganz schick aus irgendwann. So. Und, es kommt sogar die Meldung automatisch. Ja, Leute, ihr könnt joinen. Und was haben wir hier? Winter is coming. Okay. Winter is coming. Folgende Punkte. Jetzt wird es tricky. Jetzt wird es wirklich tricky. Wir brauchen Leute, die Holz fällen. Wir brauchen Leute, die mehr Stein hacken. Das ist noch nicht geklärt mit dem Stein. Hier ist Stein. Habe ich hier noch eine Quelle? Hier unten ist noch Stein. Und hier. Stein hacken, Holz hacken. Und wir müssen hier die Produktion, das Mindestmaß an Holz, erhöhe ich mal auf 150. Ich hoffe, wir kommen damit über den Winter. Wir können ja auch immer noch Feuerholz nachmachen. Aber Stein hat gerade wieder Prio. Ist auch so eingestellt, damit hier die Häuser gebaut werden. Ist das cool, ey. Ja, ich bin echt ganz zufrieden. Ich bin echt ganz zufrieden. Es läuft ganz gut. Es wird kalt. Ha! Winter is coming. Es wird kalt. Ich hoffe, wir haben genug Lebensmittel. Das sieht aber ganz gut aus. Ich bin echt zufrieden. Lebensmittelproduktion. Ich denke, mit 2 Jägern eine Chicken Farm. Halt. Doch, läuft. Chicken Farm. 19. Erste Ernte. Erstes Attentat auf die Hühner. 4 Stück. Cut. Und er geht dahin und cuttet die Hühnchen. Das nackte Überleben. Ich sage dir, ey. So. Das wird gebaut. Ja, wir müssen Gas geben, ne? Wir müssen Gas geben, damit hier gebaut wird. Denn sonst gibt's Tumulte. Die Leute brauchen ihre Häuser, sie frieren sich einen Pin
Und die brauchen Häuser, sie brauchen warme Häuser. Man sieht das dann hier eben auch. Die haben Feuerholz. Hier auch, hier auch, hier auch. Also sie haben alles. Sie haben Nahrungsmittel im Idealfall. Und dann lübt das so ganz gut. Und hier haben wir die Basics, jawohl, die Fundamente werden gemacht. Das erste Haus daneben ist schon wieder fertig. Ich hoffe, das reicht, könnte aber knapp werden. Es ist immer noch Stein. Problems in the village. Ja, wir bauen Homes. Safe. Wir bauen die Häuser. 3 Tage haben wir Zeit. Materialien kommen an. 2 Häuser sollen wir bauen, wieder als Challenge. Und 2 Häuser sind auch schon in der Mache, deswegen bin ich da ganz zufrieden, dass wir klappen. Und wir machen... wir machen noch keinen großen Unterschied. Wir lassen das nochmal mit den 8 Leuten. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir machen hier allerdings Prio und hier Prio, dass die beiden so ein bisschen im Fokus sind. Und es wird auch schon schnell gebaut, damit sollte das gleich erledigt sein. Sehr gut. Ich finde, es ist auch ganz schick. Also, wenn man so ganz nah ranzoomt und man guckt sich hier vielleicht so ein paar Arbeiter an, das ist halt vielleicht so ein bisschen so eine Comic-Grafik, vielleicht nicht so ganz super, aber ja, doch, guck mal. Na doch, kann sich doch sehen lassen, oder? Kann sich doch sehen lassen hier. Der eine hackt dem anderen in den... Ne, ich hoffe nicht. Wie sieht das hier aus? Die hacken gerade ineinander auf dem Holzklotz. Hack. Ach, guck mal, das ist richtig Slow-Mo. Es ist halt nicht wirklich Pause. Sondern übelst die Slow-Mo. Hack. Sehr schön, ey. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen lübt es so schon ganz gut. Wir machen mal wieder Speed. Und Normal-Speed. Hack, hack, hack. Und sie holen sich hier ihre Sachen ab. Sehr gut. Holen sich ihr Feuerholz und bringen dann ihr Feuerholz in die Hütten rein, damit das schön warm ist. So, und wir gehen wieder auf Speed, damit das hier auch vorwärts geht. Sehr gut, ey. Sehr, sehr, sehr gut. Jawohl, nächste Hütte steht. Die ist jetzt auch gleich fertig. Zack, und damit müsste das erledigt sein. Häkchen ist dran und ist erledigt. Oder? Ja, ist erledigt. Haben wir geschafft. Die Leute sind happy. Nächste Hütte kommt und jetzt müssen wir im Frühjahr, das schon als Fokus für die Zukunft, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Felder anlegen, wir müssen das Ganze ausbauen, wir brauchen jetzt viel mehr Nahrungsmittel und das war auch noch dann weiter mehr Wohnungen, denn es werden ja jetzt hier mit der Zeit auch immer mehr Leute. Das heißt, wir können das ja jetzt hier so langsam auch mal so ein bisschen wohnelig machen. So, haben wir hier überall mal so einen Weg. Und dann baut sich das jetzt hier bald rundwegmäßig einmal entlang. Zack. Und dann können wir hier auch noch kleine, genau, aus den Häusern raus. Das connectet hier so ein bisschen an den Türen dann immer. Und ich glaube, dadurch sind die dann doch nochmal ein bisschen schneller unterwegs. Sind ein bisschen glücklicher. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache mit den alten Hütten. Aber höchstwahrscheinlich werde ich diese alten Hütten irgendwann abreißen. Weil die ja auch mehr Brennholz verbrauchen. Und wenn man dann eben so eine Siedlung hier hat, komplett aus hochwertigen Hütten. Guck mal, wie geil das schon aussieht hier. Das ist doch richtig schick. Dann haben wir doch lieber hier unser Wikingerdorf. Mit alles komplett mit guten Hütten. Und dann können wir das doch so lassen hier. Schick. So, es haben immer noch Leute keine Hütten. Das ist der Hammer. Es haben immer noch Leute keine Hütten. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie ich es mache. Soll ich eine 2. Reihe hier hinter machen? Hier hätte ich halt gern Farm. Farming und Co. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oder ich mache hier noch ein paar Hütten hin. Ich glaube, das könnten wir auch machen. Das heißt, wir bauen hier anschließend. Was haben wir da hinten? Da ist nur so ein oller Baum oder was? Was haben wir hier? Geht.
da eine Hütte hin. Und wir drehen das so ein bisschen weiter. Da die Hütte. Und da die Hütte. Na guck mal. Das geht auch, glaube ich, ganz gut. Und dann lassen wir das aber vielleicht hier. Beziehungsweise kriegen wir das denn nicht auch so hin? Guck mal, das kriegen wir doch auch so hin. Wir machen hier den Weg in der Mitte. Und machen hier nochmal Hütten auf der Innenseite. Wird, glaube ich, schwierig. Tatsächlich, ja. Überlagert sich ein wenig. Muss ich, glaube ich, anders lösen. Ja, das heißt, auch das Teil hier abreißen. Es sind noch keine Materialien verwendet worden. Wir reißen das einfach so ab. Ich nehme jetzt hier einmal den Weg. Dass wir hier auch ein bisschen was so für die Optik und zur Orientierung haben. Dann fangen wir hier vielleicht am besten an mit den Häusern. Da oben sind ja auch schon welche. So. Und da connectet es übrigens auch schon direkt, ne? Man sieht das direkt. Die Häuser connecten sofort. Wir machen hier einfach zwei. Und hier muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch den Weg ein bisschen eckiger. Dass wir dann vielleicht hier so ein bisschen mehr lang gehen. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. So, dann kann ich hier vielleicht gleich auch noch unten eins hin. Genau, es wird wieder fleißig gebaut, es wird aufgebaut, wir kriegen mehr Leute. Und jetzt haben wir immer noch schönen Winter, wir müssen die Chance nutzen. Holzhacken auch wieder noch ein bisschen im Fokus haben, nicht vergessen. Immer wieder Holzhacken, es wächst ja zum Glück alles ringsherum immer nach. Das haben wir erledigt, die Leute sind hart am Malochen, das ist super. Familien rennen hier rum. Kinder alle am Malochen. Kisten am Schleppen. Steine am Schleppen. Sehr, sehr, sehr cool. Perfekt. Mir fehlt noch ein bisschen so das Feeling mit dem Hafen und Co. Wir müssen ja auch irgendwann raus in die große Welt. Aber wie gesagt, das kommt erst noch. Auch ganz schick gemacht hier. Guck mal hier. Selbst mit den Wellen. Nicht schlecht. Also, da kommen wir aber auch irgendwann noch hin, wenn wir dann noch einen Hafen bauen und ähnliches. Aber im Moment machen wir erstmal das Dorf startklar und stabil. Und was man dann auch noch machen kann, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit der Dekoration. Auch das ist dann nochmal wichtig. Es gibt halt einfach verschiedenste Artikel. Es gibt hier so Fuhrkarren zum Beispiel. Ich kann das ja mal in dem Bereich hier zeigen. Increase the storage space heißt also, es vergrößert den Lagerplatz von Gebäuden. Und hier ist es dann, makes easier for villagers to find directions, increase the walking speed. Also auch hier, genau, und dann haben wir hier diese beiden Gebäude, die profitieren jetzt quasi von der Karre, der Dekoration. Bam, die stellen wir hier hin, kostet 3 Silber. Dann nehmen wir noch eine Karre mit Fässern, mit Weinfässern oder was? Bam. Dann haben wir hier noch eine Karre mit Obst und Gemüse. Oder so. Jetzt haben wir die mit Wein und dann haben wir hier noch so eine. So, die steht dann auch noch hier. So, und das ist alles vorteilhaft jetzt gewesen für die Häuser, die hier stehen. Und das heißt, wir haben jetzt quasi in diesen Häusern mehr Lagerfähigkeit, bessere Speed oder die Leute laufen hier schneller lang. Das ist einfach vorteilhaft für diese Häuser. Und dann haben wir dieses hier, Dekoration. Und das macht quasi, dass die reicher aussehen. War ja für die Wikinger auch immer natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn man da mal so in den Wikinger-Museen war, Heiterbu oder sowas, viel mit Körperpflege, Haarschmuck und sowas alles. Sehr viel Dekoration und immer wieder ein Schwerpunkt darauf, dass die auch was hergemacht haben. Und ja, das ist halt hier, das können wir jetzt hier gerade schön zwischen die Häuser stellen. Und dann zählt das für beide. Die überlappen ja hier in ihren Bereichen.
Und dann mache ich das doch auch schön hier rein. So, immer schön daneben. Und dementsprechend sollten sich die Leute dann hier nochmal ein bisschen wohler fühlen. Das machen wir dann hier und dann machen wir auch nochmal einen hin. Jawohl. Zack. Decorate your village. Sogar noch ein Achievement für bekommen. Sehr schön. Was können wir noch machen? Weapon Rack. Increase the defense of the village. Oh, krass. Wo kann das denn hin? Das hat kein... Das hat keinen direkten Slot. Increase the defense of the village. Ich baue das einfach mal zweimal hier hin. Und, oh, guck mal, hier ist ein Wegweiser. Ich werde weich. Einen Wegweiser. Ja, mache ich hier hin. Cool. Zweimal an die Kreuzung. Was haben wir noch? Vogelscheuchen. Look richer and happier. Increase the storage space. Okay, das ist für die Hütten, aber auch... Wow. Wait a minute. Kann ich das einfach so davor stellen? Ich kann das sogar hier halb ran machen. Das ist ja witzig. Und ich mache das hier auch nochmal dran. Das heißt, wir können das an die Häuser quasi so mit dran oder davor stellen. Das, dann sehen die noch reicher aus. Das ist natürlich nett. Kostet aber auch 5 Silber und das ist nicht wenig. 5 Silber ist mal eine Menge. Ich lasse das mal eben hier für die normalen Häuser weg. Was haben wir hier noch? Gab es nicht noch sowas wie Fackeln? Increase the defense of the village. Hier machen wir auch noch solche... Was auch immer das ist. Das ist irgendwie ein bisschen verschwunden. Was haben wir hier? Schilde. Okay, können die irgendwie hier dran? Ne, die liegen gerade einfach nur hier so rum. Vielleicht sind die auch gerade nur im Schnee so ein bisschen verbuggt. Storage Space, auch wieder Lager, Lager, Lager. Hier haben wir auch was Nettes. Das ist einfach nur ein bisschen Dekoration und Licht. Das machen wir einfach mal hier im Kreis, an der Straße entlang, gegenüber von den Wohnungen. So, auch einfach nur aus rein dekorativen Gründen. Kann man ja mal machen. Dann machen wir hier noch einen dazwischen. Und dann machen wir hier ein und da ein. So, und dann geht das hier so weiter. Siehste. Und dann kann man sich halt hier so schön... Ich find's geil, also wie ohne Scheiß, richtig, richtig geil. Macht halt schon wirklich Bock. Können auch hier jetzt sagen, okay, wir haben ja hier nochmal eine Straße. Die lassen wir mal einfach hier jetzt so gerade durchgehen. So. Dann haben wir jetzt hier ungefähr so ein Halbkreis. Wo war der Wegweiser? Den machen wir noch dahin. Und dann haben wir hier, wait, da ist er. Machen wir hier noch einen Wegweiser hin. Und dann lübt das Ganze. Perfekt. Oh, man sieht auch hier jetzt im Schnee die ganzen Spuren, ne? Wie viel die Leute hier rumrennen, wohin die rennen und so weiter. Cool. Ja, so und so ähnlich geht es weiter. Ich muss jetzt hier zusehen, dass ich neue Hütten baue, beziehungsweise ich brauche schon wieder Stein. Stein, Stein und noch mehr Stein. Das ist anscheinend das A und O. Dass wir hier mehr Stein abbauen und die Leute ausreichend Stein haben für ihre Hütten. Hier ist auch noch Stein, da ist Stein. Das wird alles abgebaut. Und dann gucken wir einfach mal beim nächsten Mal, wie es dann weitergeht hier mit dem Dorf. Ich bin übelst gespannt, vor allem was später noch kommt. Und wie gesagt, wir müssen jetzt demnächst, wenn der Winter dann bald rum ist, geht es dann weiter mit dem Ausbau von Feldern, Landwirtschaft. Wir müssen irgendwann einen Hafen bauen, wir müssen fischen gehen natürlich und Bootsbau. Und dann geht es weiter bis hin zu Handel treiben. Ich bin gespannt, ob wir auch richtig Krieg führen müssen oder sowas. Wird auf jeden Fall super komplex. Wenn dir das Game gefallen hat, wie gesagt, unterm Video ist ja nochmal der Link zu der Page, zu der Game-Page-Seite. Das einfach mal anschauen und ja,
Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, denn dann siehst du auch das nächste Video zu diesem Game. Bis zum nächsten Mal.